Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jawohl. Das Leben einer Kaiserin ist schon schwer. Wer einst als Freund gedient hat, ist jetzt zum Teil unser Feind. Und die, die uns treu ergeben sind, erleidet oder ereilt das Schicksal des Todes. Es ist alles ungut ein bisschen. Aber wir werden uns unser Reich, unseren Thron, unser Volk zurückerkämpfen, zurückerarbeiten. Und unsere böse Tante ihre gerechte Strafe zuführen. Was haben wir denn da? Bitte um Audienz. Hauptmann Maiev. Maiev? Ich denke so, ne? Maiev? Maiev, vielleicht so? Sie kennen mich nicht, aber Sie müssen dem kaiserlichen Schutzherrn ausrichten, dass ich eine Nachricht für ihn habe, die ich ihm nur persönlich übergeben kann. Ich arbeite mit einem alten Freund zusammen, Anton Sokolov. Alle Schiffe sollen den Hafen verlassen, aber ich warte, solange ich kann. Bitten Sie Lord Corvo, mich hier zu treffen. Mein Schiff ist die Dreadful Wall. Megan Foster. Okay. Megan Foster. Jawohl. Meine treue Freundin. Wir werden eine Flasche vielleicht mitnehmen. Essen brauchen wir dabei nichts. Was saufen wir schon mal nicht schlecht? Zu Ramsay und zum Herzog von Serkonos. Okay. Dann werden wir sie wohl mal ermeucheln und umhauen, oder? Wir schleichen ja noch. Wir stehlen ihm den Schlüssel. Kaiserlicher Gemachschlüssel. Du hast ihn also. Du dreckiger Nanü. Darf ich ihn jetzt nicht... Ich wollte ihn... Ah! Jetzt geht er. So. Den nehmen wir gleich mit. Unten geht nämlich ein Gratler rum. Den bringen wir gleich mal hierher. So. Und dann bringen wir ihn um. Bitte, bitte. Danke. So. Verräter. Und? Ja. Hat er nicht anders verdient. So, bevor er nämlich aufsteht, der Gratler, und mir da Schwierigkeiten macht. Warte, da war ich... Warte, da gibt es noch zwei Räume, ne? So, was haben wir hier? Aha, die Wäschekammer sozusagen. Was ist das? Badesalz. Gibt 15 Münzen, okay. Oder es waren darin 15 Münzen versteckt, sagen wir so. Schusch. Freund oder Feind? Niemand ist da, das ist auch schön. Dann machen wir doch gleich den Schrank auf. Was haben wir hier? Auch ein paar Münzen. Super. Und ein paar Stinkesocken. Die kann er behalten. Die kann der Schrank behalten. Was haben wir da? Nochmal Badesalz. Mhm. Nehmen wir alles gerne mit. Ist hier in der Badewanne irgendwas? Nö. Kann man ja vorher nicht wissen. Was ist denn das bitte? Audiograph. Emily, ich weiß, das sind schwierige Zeiten. Du herrschst über 4 Nationen. Ich kann mir kaum vorstellen, unter welchem Punkt du stehst. Nur du und vor dir deine Mutter können wissen, wie das ist. Wer auch immer deine Feinde erledigt, tut es kalkuliert, um uns zu schwächen. Ich weiß, wie es ist, für Morde beschuldigt zu werden, die man nicht begangen hat. Aber glaub mir, wir finden diesen Kronmeuchler und lassen ihn bezahlen. Morgen ist der Jahrestag ihres Todes. Ein wirklich trauriger Tag. Aber denk auch an all das, was in den letzten 15 Jahren geschehen ist. Du bist auf dem Thron geblieben. Hast getan, was deiner Meinung nach richtig für die Menschen im Reich war.
Du hast den überschwemmten Bezirk trockengelegt und die Banden in Schach gehalten. Gestern ist ein prächtiges Schiff mit Jessamines Namen vom Stapel gelaufen. Du bist die Herrscherin geworden, die deine Mutter wollte. Und ich bin stolz auf dich. Moin. Ach, Papi. Ach. Mei, ist es hart. Ach, Papi. So, soweit sind wir schon mal, ne? Würde ich sagen, es ist wieder mal speicherungswürdig. Man soll ja öfter speichern. Und so ein Schussel, wie ich ja auch bin, ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Okay, hier ist mal niemand. Ein Aschenbecher. Mhm. Toll. Meine Bediensteten, die haben sie alle ermordet. Jeder, der uns zur Seite stand. Huch. Ah, ein paar Münzen. Überall liegt Kaffeegeld rum, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich zuerst lang soll. Ich denke, ich werde es mal da probieren. Kann man hier wieder raus? Nö. Langsam. Lebst du noch? Na. Scheiße. Ich nehme das mal mit. Für den Fall der Fälle, dass wir es brauchen. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Eine Zeitung. Kronenmeuchler schlägt wieder zu. Die Bewohner von Dunwall sind in Angst und Schrecken. Nachdem ein weiterer entschiedener Kritiker von Kaiserin Emily Coldwyn gewaltsam den Tod gefunden hat. Das jüngste Opfer ist kein geringerer als der berühmte Unternehmer und Kunstmäzen Ichabod Boyle. Boyle hatte in einem kürzlich erschienenen Kommentar die Kaiserin wegen ihrer, in seinen Worten, schuldigen Regierungsarbeit und absichtlicher Vernachlässigung ihrer Pflichten aufs Schärfste kritisiert. Aufgrund der grausamen Einzelheiten am Tatort wird von offizieller Seite der Kronenmeuchler für den Mord verantwortlich gemacht. Während die entschiedensten Widersacher ihrer Majestät einer nach dem anderen dem berüchtigten Mörder zum Opfer fallen, wagen wir die Frage, ist es nun die Pflicht des kaiserlichen Schutzherrn, all jene zu beseitigen, die den Thron kritisieren? Boah, ist das gefallt, echt. Puh. Das ist eben so mit den Leuten, ne? Wir sind ja auch nicht anders. Ein Mensch glaubt immer das, was er selbst für richtig hält. Das ist nun mal so. Das, an was man selber glaubt, ist für uns die einzige Wahrheit. Es wird selten hinterfragt, ob dem auch wirklich so ist, wie es ist. Fuck. Das klang wie Glas. Kommt jetzt noch jemand? Boah, ich hab grad, mir ist gerade das Herz stehen geblieben. Entschuldigung. Ich dachte, da kommt jetzt noch jemand. Jemand. Pff. Nein, dem ist nicht so. Wie furchtbar.
Ich glaube, das darf ich wieder speichern. Boah, ich bin so froh, dass ich hier speichern darf. Du bist. Das ist mein Spielstand für zwischendurch, bis wir den Part beendet haben. Dann ist er eh in Ordnung. Würde ich sagen. Hat es jetzt hingehauen überhaupt? Entschuldigung. Ja. Schaut so aus. Heiliger. Wir sind das selber. Ich selber mache solche Geräusche, ne? Das erinnert mich an schöne Zeiten mit Freunden. Mit Wyman. Das war einmal. Wyman. Ja. Das ist echt mehr als kacke gelaufen. Aber das sind echt coole Aschenbecher. Sowas gefällt mir. Das schaut echt edel aus. Ich esse mal was. Ich habe Hunger. Frisches Obst. Oh. Münzen. Das nehmen wir gerne mit. Was ist das für ein Stapel Papier? Kann man den auch mitnehmen? Irgendwas Geschriebenes? Nicht wirklich, ne? Ach, du Arme. Das blanke Entsetzen, ne? Was haben wir da? Ist hier noch irgendwas? Es ist halt schon, ja. Mein Schwert. Kann ich das nicht nehmen? Nö, schaut nicht aus. Die Uhr? Der Thronsaal ist verriegelt. Wir sollten jetzt Zeit haben. Bleiben Sie hier und halten Sie jeden auf. Ich bin zurück, wenn ich alles durchsucht habe. Falls ich mich nicht selbst in diesem verdammten Schutzraum einsperre. Wir stehen bereit, falls ein Begleiter des Herzogs auftaucht. Das ist aufregend. Alles wird anders. Ja. Die natürliche Ordnung setzt sich wieder durch. Wir Ramseys haben das Königspaar von Morley bewirtet. Wussten Sie das? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings und Boyles verbracht. Mit der feinsten Gesellschaft. Und bald werden Sie wieder dazuzählen, Hauptmann. Prima. Ramseys Familie wurde aus dem Adel enthoben und er hegt wohl noch einen Groll. Warum ich schuld sein soll, weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei, Ramsay ist gefährlich. Ich muss ihn ausschalten. Ja. Doch zuvor muss ich noch mal ein Stückchen rauflaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich laufen sollte. Aber da oben war ich noch nicht ganz fertig mit dem Durchschauen. Und zwar hier, diesen Raum da, ne? Da gab's Buch und so weiter, ne? Und das habe ich nicht gemacht, ich böses Mädchen. Hier zum Beispiel, ne? Der kaiserliche Schutzherr. Geschichtliche Aufzeichnungen von Regierungspositionen und Rängen. Attentum. Corvo Attano, des Mordes an der Kaiserin angeklagt, die er beschützen sollte. Wie ungewöhnlich, dass er nicht nur diese Schmach loswerden, sondern sich auch nach noch reinwaschen und erneut zum kaiserlichen Schutzherrn einer weiteren Kaiserin ernannt werden würde. Wir von der Geschichtsakademie waren zu voreilig mit unserem Urteil gegen ihn. Doch dafür sollten wir die Historiker nicht verantwortlich machen, denn die Beweise gegen Attano waren schlichtweg erdrückend. Erstens ist er der einzige kaiserliche Schutzherr, der auf einer anderen Insel als Gristol geboren wurde. Seine Fremdheit an sich ist kein Verbrechen, erhöhte aber den Verdacht. Na toll. Der Nachsichtige darunter war, dass er nicht in der Lage sei, seine Pflichten ganz zu verstehen. Zweitens war er auf frischer Tat ertappt worden, mit blutiger Waffe und über der Leiche von Kaiserin Jessamine kniend. Natürlich stellt sich heraus, dass selbst dieser belastende Beweis Teil einer ausgetüftelten Verschwörung war, um die Kaiserin zu vernichten und zu verhindern, dass sich Attano in die laufenden Pläne der Verschwörer des Lordregenten einmischen würde.
Und während ich zugebe, dass ich eindeutig falsche Schlussfolgerungen zu Corvo Atano veröffentlicht hatte, wie wir heute wissen, werde ich nicht, wie einige meiner Kollegen, mein Amt in unserer wahrheitsliebenden Organisation niederlegen. Stattdessen werde ich mich durch das Aufspüren der Wahrheit für die beste Geschichte hervortun. Ach ja. Heilige Kaka. So, da haben wir den Raum. Hey, wer ist? Darauf, deinen Kopf bring ich dem Herz. Alter, du Sau. Was war jetzt? Was habe ich gemacht? Auf Wiedersehen, Bastard. Was habe ich gemacht? Den lasse ich nicht mehr los. Kaiserliches Siegel. Hätte ich den jetzt eigentlich töten sollen? Tagebuch öffnen. Ja. Mission, ich komme aus Dunveldauer. Missionshinweis. Eliminiere Mortimer Ramsay. Du könntest Mortimer Ramsay im Schutzraum einsperren. Dort fände er auch Nahrung und Wasser. Oh. Eine neue Kapitänin ist in Dunwall eingetroffen. Ihr Name ist Megan Foster und sie sucht nach Corvo Atano. Vielleicht kann sie dir helfen. Ei, Missionsgegenstände. Wir haben den kaiserlichen Ring und kaiserliche Gemachschlüssel. Oh. Knochenartefakte. Knochenschmiede. Wissen und Karte. Aha. Reiseprotokoll. Ein neues Jahr. Ein neues Jahr beginnt. Vielleicht wird 1852... weniger langweilig als 1851. Ich kann es kaum erwarten, dass Wayman nach Tunwell zurückkehrt. Wir werden uns gemeinsam das verlassene Anwesen anschauen, das ich neulich des Nachts entdeckt habe. Am Rande von Rootshore, so denke ich mal. Vielleicht habe ich vorher noch Zeit, es in ein Geisterhaus zu verwandeln. Ich könnte alte Bettlaken aufhängen und oben einen Audiographen verstecken. Wayman wäre begeistert. Wir würden uns gruseln und an den Händen halten und schreien und lachen. Ach, Emily, du hast versprochen, am Hof ernster zu sein und zuzuhören. Und jetzt planst du schon wieder deine nächste Flucht. Dann nochmal aufs Neue. Vorschläge für einen neuen Erlass zur Rationierung und Verteilung von Walöl. Alter, wie geht das weiter? Na passt. Aha, sind wir schon fertig. Nix da. Der Jahrestag. Wieder einmal ist es soweit. Der Jahrestag des Todes meiner Mutter. Aber zum Nachdenken bleibt keine Zeit. Alles dreht sich um Sicherheitsprotokolle, Essen, Gästeliste und es ist unmöglich, sich nachts davon zu stehlen. Ich fühle mich wie ein Vogel im Käfig. Ich muss die diesjährige Rede schon auswendig lernen. Dies ist endlos. Die ist endlos. Unendliche Weiten von Wörtern. Wäre es so schlimm, wenn ich einfach erzählen würde, woran ich mich erinnere, wie sie mir zugezwinkert hat, selbst während sie mich ausschimpfte, weil ich auf die Statue meines Großvaters geklettert war. Der Klang ihrer Schritte, als sie des Nachts umherging, als wir uns auf einer Bootsreise nach Driscoll eine Kabine geteilt haben, oder als sie Corvo erlaubte, mir das Angeln beizubringen, dann aber einen Haken aus meinem Arm ziehen musste. Das wäre mal eine Rede. Ach ja. Jetzt muss ich das Ganze wahrscheinlich... Hoppala. Okay, das geht so auch.
So. Ich möchte ihn jetzt aber nicht umbringen. Entschuldigung. Ich will ihn nicht umbringen. Eigentlich. Ich will ihn da einsperren, das war jetzt ein Versehen, aber... Passiert ist jetzt passiert, ne? Soll ich das jetzt nochmal laden? Das ist aber schon weit, ne? Scheißendreck, ne? Aber von der Mission her wäre schon klasse, ne? Ich glaube, machen wir es einfach. Machen wir es einfach, okidoki. Und fertig. So, nicht lange nachdenken, einfach machen. Das ärgert mich jetzt gerade, das war völlig unabsichtlich. So, normal macht man das nicht, ne? Was liegt, das biegt. Einmal, weil ich gerade Anfänger bin, einmal mache ich so. Ab jetzt, wenn ich was verhau, lasse ich es verhaut. Warte. Normal dürfte ich jetzt sprinten, ne? Wie ging das Sprinten jetzt nochmal schnell? Ich bin so doof. Aber jetzt. Aha. Und dann geht halt einfach los, ne? Mhm. Was haben wir da noch Schönes? Nur mehr der Thronsaal. Ein paar Bücher. Okay, das ist ein Schuss in den Ofen gewesen. Das ist jetzt nicht unbedingt... Warte. Okay, es ist nicht unbedingt was... okay. Dann nehme ich die jetzt mit. So, den werde ich jetzt einfach... So. Und verstecken. Den werde ich mir jetzt schnappen, den Kerl. Der Thronsaal ist verriegelt. Wir sollten jetzt Zeit haben. Bleiben Sie hier und halten Sie jeden auf. Ich bin zurück, wenn ich alles durchsucht habe. Falls ich mich nicht selbst in diesen verdammten Schutzraum einsperre. Wir stehen bereit. So, ich verstecke mich mal hier. Ich hoffe dann mal, dass das klappt. Kommt er? Oder redet er noch? Ah, jetzt kommt er. Wow. Schnell weg. Also nicht ermorden, erdrosseln diesmal. Also. Na, kommt er jetzt? Das ist spannend. Sehen wir nach. Jetzt hat er mich hier entdeckt. Das ist jetzt aber unfair. Hab ich gewartet. Kann ich ihn trotzdem erwürgen? Na, kann es nicht mehr erwürgen, ne? Mir bist du nicht. Okay. Delilah ist die Wahrheit. Sie ist tot. Na, okay, das muss ich nochmal probieren. Hey, das ist scheiße. Ich hätte echt gedacht, dass das geht mit der... mit der Flasche, meine ich. Das ist jetzt echt doof. Ich will den ja erwürgen. Bewusstlos machen. Ja, dann bin ich wieder da. Naja. Dann ist er halt eben hin. Pech gehabt, ne? Dann ist er halt hin. Dann würde ich sagen, wir nehmen ihn mit. Und ab mit dir in den Schutzraum. Der war... da. Ich schmeiß ihn trotzdem rein. Vielleicht zählt es ja trotzdem.
La li la la. So, das öffnen. Stammt von Sokolov. Bam. La la. So, komm mit. La li la la la. Ich habe hier nach der Seuche oft geschlafen. Aha. Da wäre dann auch mal gut durchzuschauen. Ob hier irgendwas Besonderes gibt. Was haben wir denn da? S und J Gesundheitselixier. Ist das vielleicht nehmen wir praktisch. Mal gern mit. Oh, das nehmen wir mit. Was haben wir dann hier? Hier und hier. Knochenartefakte. Auszug aus einem Buch über Seemannstraditionen und aus Walknochen geschnitzte Objekte. Aha. Knochenartefakte sind der Segen eines Seemanns, so sagt man. Die Geschichte der Schnitzkunst reicht weit zurück und wurde von den alten Hasen an die Grünschnäbel weitergegeben, die noch nicht auf einem schwankenden Deck gerade ausgehen können. In längst vergangenen Zeiten fertigten die Seemänner Schnitzereien aus den Stoßzähnen der Eisrobben und den armlangen Hauern der Bären an, die auf den Inseln nördlich von Tivia lebten. Als der Walhandel begann, wandten sich die Schnitzer der Knochen einer riesigen Bestie zu und schufen Artefakte, die in der Nacht singen und der Mannschaft so manchen Schützenjäger einen kleinen Segen verleihen oder vor Schwangerschaften schützen. Im Ernst jetzt? An sowas glauben die? Alter. Ja. Den Kronenmeuchler hatten wir schon, ne? Weitere Kritiker, ja, das hat man schon. Der Kronmeuchler hat mit all dem zu tun, mit dem Herzog und ja. Delilah. Jo. Was haben wir da? Taschenuhr? Waffenkoffer. Okay. Ich vermute, ich brauche die. Oh. Was ist denn das? Ein Fernrohr? Könnte sich um ein Fernrohr handeln. Pistolenkugeln nehmen wir gerne mit. Mhm. Mhm. Aha. Ja, erstmal nochmal ein Stück. Was ist denn das? Mhm. Schaut schon fast wie ein Kerker aus. Die Reserven helfen nicht gegen Delilah. Selbst wenn ich alles hier herausschaffen könnte. Das sind aber ordentliche Dinger. Aber der Kleine geht ja wenigstens, ne? Den kann man mitnehmen. Das ist ja schon mal was. Dann haben wir hier noch einen Tresor. Kann man hier? Nö. Zumachen wir da. Da ist halt auch nicht wirklich was. Gut. Dann sind wir hier scheinbar schon wieder fertig. Da ist scheinbar auch nichts. Buchmäßig irgend sowas. Nö. Schaut gut aus. Vergessen wir scheinbar nichts. Da ist noch was. Corvo Atano, der kaiserliche Schutzherr in unserer Zeit. Teil 2. Als Akt der Rebellion wählte die junge Jessamine Caldwin Corvo zu ihrem kaiserlichen Schutzherrn. Als Corvo 19 und sie 12 Jahre alt war. Er diente ihr treu als Leibwächter, Bote und einige behaupten sogar als Spion, vor und nach ihrer Krönung zur Kaiserin. Obwohl es sich damals um ein skandalöses Gerücht handelte, hieß es, dass sich um 1823 herum eine Liebesaffäre zwischen den beiden entwickelte, als Jessamine 18 und Corvo 25 waren. Das nächste Kapitel aus Atanos Leben gleicht dem einer Legende. Während der Seuche, als die Kaiserin fiel, wurde Corvo des Herrschermordes bezichtigt und zum Tode durch Hinrichtung verurteilt. Er kam ins Gefängnis von Coleridge und wurde öffentlich verunglimpft. Er konnte fliehen und als Teil einer kleinen Verschwörung, die den tyrannischen Lordregenten stürzen wollten,
rächte sich Corvo an den Personen, die die Kaiserin ermordet und ihm Unrecht getan hatten. Als der Lordregent Phil, wendete sich die Verschwörung der Kaisertreuen gegen Corvo und er wurde vergiftet. Bitte was? Durch seine innere Widerstandskraft überlebte er, spürte den wahren Mörder der Kaiserin auf und kämpfte sich aus dem überschwemmten Bezirk heraus. Corvo gelang es schließlich, den letzten der Kaisertreuen auf Kingsparrow Island, in Burrows Leuchtturm aufzuspüren und die Thronerbin Emily Caldwin zu retten. Die Liebesaffäre zwischen Corvo Adano und der Kaiserin Jessamine Caldwin war ein schlecht gehütetes Geheimnis am Hof. Deshalb wird weiterhin angenommen, dass Emily Caldwin deren Tochter ist. Nach der Zwischenherrschaft wachte Corvo über Emily, als sei die Herrschaft über das Inselreich, als sie die Herrschaft über das Inselreich übernahm. So, okay, schließen. Ja, das ist so, Papin und so, ne? Brief von Wayman. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Rivera Feigenwein. Naja, es gibt nur Flecken, ne? Da ist noch mehr von dem Zeug, leere Flasche. Bücher, was haben wir da? Samuels Schnitzereien. Das ist von Samuel. Gut, dass er meine Vertreibung aus dem Dunwall Tower nicht erlebt hat. Jo. Gläser, Püppchen, noch mehr Flaschen. Boah, die haben da ordentlich gesoffen, ha? Keine Zeit dafür. Entschuldigung. War gerade lustig. Kann man irgendwas aufmachen? Na, Essen brauchen wir nichts. Aber Brief von Wayman. Emily, ich wollte dich heute Morgen nicht wecken, aber ich hoffe, du vergibst mir, da wir uns schon gestern Nacht 100 Mal Lebewohl gesagt haben. Und ich, ja, und die einzige Gelegenheit, dich mit zerzausten Haaren zu sehen, ist nun mal, wenn du schläfst. Bei Sonnenaufgang setzt du erneut dein Kaiserinnengesicht auf. Ich bin froh, dein wahres Gesicht zu kennen, das zu unseren albernen Reimen lacht. Ich will nicht zurück nach Moley, aber ich werde dort gebraucht. Wir sehen uns erst in 4 Monaten wieder, ich werde dich vermissen. Und ja, ich bringe dir weißen Tabak für deine Wasserpfeife mit. Lord Corvo, wenn Sie das in Ihrer Rolle als Schutzherr lesen, sollten Sie wissen, dass ich nur scherze und mir bewusst ist, dass weißer Tabak in Gristol verboten ist. Pass auf dich auf, meine kühne Emily. Fall von keinem Dach herunter. Ich liebe dich, Wayman. Oh mein Gott, das ist unser Herzblatt. Na Fisch, dann hätten wir das jetzt auch schon mal, ne? Ja, upsi, das sage ich auch mal, ne? Flüstern aus dem Nichts von Barnoli Mulani. Ja, das lesen wir uns beim nächsten Mal durch, der zweite. Und da nehmen wir noch die Pistolenkugel mit. Und das war's dann wieder für heute. Zur Diät. Dann lesen wir die 2 Bücher noch und dann geht's weiter im nächsten Part. Also, die halt im nächsten Part. Und da machen wir weiter, so wollte ich sagen. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!